The leaders of the church have misused its creed to fulfill their true desire, to rule the world. They have fooled the people of Fodlan. Long ago, they divided the empire to create a kingdom, and then divided that kingdom to create an alliance. They did all of this to make the masses bicker amongst themselves. They caused instability in order to reinforce their own authority. They gathered gold and lived in extravagance. How? By preying on the devotion of those who wished for the goddess's salvation. Those corrupt hypocrites cannot lead Fodlan to true peace. Their foul belief system must be torn asunder so that true wisdom may finally prevail. And so, I have decided. By order of the Adrestian Emperor, Edelgard von Hresfelg, the Empire hereby declares war on the Church of Seraphs. I cannot believe it. Let us recount the situation as it stands, Professor. After you returned from the Holy Tomb, the Adrestian Empire declared war upon the Church of Seraphs, as well as our allies. Edelgard demanded her own father relinquish the throne, and then assumed the position of Emperor. She has deemed the Church of Seraphs to be an evil of this world, and is calling upon the people of Fodlan to help her tear it down. I must discuss our response to this declaration with the Archbishop, after the Knights return from their investigation. Until then, watch over the students. See that they remain calm. Professor, the Empire has declared war on the Church of Seraphs. We knew this day would come, sooner or later. What's going to happen? We can't afford to be optimistic. It's entirely possible the kingdom will be invaded. Settle yourself, Ingrid. We need to carefully consider our options. We can't just act rashly. That will only make things worse. Once we've ascertained the situation, we must return to Ferdiad. Your Highness. Part 1. White Clouds. Lone Moon. To war. Together, the people of Fodlan relish the beauty of the brilliant moon overhead as another year ends. They recall sad partings and new acquaintances alike, but each person must still walk their chosen path alone. With each day, the presence of spring grows stronger, and yet a lone moon still haunts the sky. A silent reminder, perhaps, of some inescapable truth. Ich heiße herzlich willkommen zurück zu Fire Emblem Three Houses. Oha! Krieg. Unforgivable! I cannot fathom that the Adrestian Empire would embark on such a violent course of action. The fault is my own. I failed to see the wickedness within Edelgard's heart. There is no question on that front. She clearly wishes to conquer all of Fodlan. And in order to achieve her own selfish ambitions, she plotted with ill-meaning strangers and defiled the Holy Tomb. Or perhaps her ambitions are even grander than we know. Perhaps she is planning to make herself a false deity by demonizing the Church of Seraphs. Adrestia received its very name through a divine oracle. To injure the goddess is a sin most foul that shall not be forgiven, nor forgotten. We must stop the Empire, and quickly. I have returned, Rhea. Welcome back, Shamir. Were you able to discern the Empire's movements? Their main troops are marching towards Garrick Mach. It is said that they will join forces with Edelgard's army and arrive within 2 weeks. 2 weeks? That is not enough time. It will require all of our efforts just to prepare our defenses before then. We must send notice to all surrounding villages at once. We must order the residents of Garrick Mach to flee for their lives. It will be done.
Professor. Listen closely. If our enemy invades the monastery, I will have no choice but to stand upon the battlefield. If something happens to me, I am entrusting my sacred duties to you. You must have guessed it by now. The truth of who you are. Or perhaps I should say, your lost memories are surely beginning to return. I have acted all these long years as a mere proxy for you. But the duty is yours, and yours alone. Only you can lead the people of Fodlan. Rhea, please. You must tell me all that you know. I beg of you. That one is the progenitor god. Am I correct? In a sense. Our dear professor is a vessel. One who carries the power of the progenitor god within. In time, the vessel will become one with the power contained within, and the progenitor god shall return to this world. I see. I trust that you are aware of the questionable nature of this experiment. But I suppose there is no turning back. I ask that you help our friend. And in doing so, help her. I am waiting and hoping for the moment when our creator rules this wayward land once more. I understand. As ever, I will take you at your word. Lady Rhea! Brother! I will do my part as well! Flame! Were you eavesdropping? Regardless, I am glad to hear it. You owe your life to the professor, after all. And in the end, they may prove to be our brethren. You have my gratitude, Sedith. And you as well, Flame. As followers of the progenitor god, it is up to us to see our mission through. Whoops, die Katze ist aus dem Sack. Wir sind also scheinbar eine Gottesgestalt. Und Wochenende. So, wir haben einen neuen Monat. Heißt also, wir haben wieder einiges zu erkunden. Das Chor-Festival. Der Rest ist vermutlich relativ gleich geblieben. Wir haben wieder ein neues Kampfturnier. Also so zu 100% nur kochen gehen ist heute nicht angesagt. Aber im Großen und Ganzen wird sich trotzdem darauf konzentrieren. So, nächste Woche hätten wir nochmal Sichtung seltener Monster. Und dann der 31. Die kaiserliche Invasion. Also hier muss ich ganz ehrlich zugeben, bin ich schon fast gespannt, wie zukünftige Playthroughs aussehen. Wenn man sagt, okay, man startet als die Black Eagles. Sind dann wirklich ab dem Zeitpunkt auf einmal Edelgard und Hubert nicht mehr deine Anführer? Denn es wäre so, als würden wir Dimitri und Dedou verlieren. Also das ist schon interessant zu sehen. Und natürlich auch gleichzeitig wieder die Frage, ob Sachen wirklich anders verlaufen. Denn ich weiß, wie gesagt, der erste Teil dieser Story soll im Großen und Ganzen gleich sein. Aber meine Frage ist trotzdem, ob zum Beispiel der Flammenkaiser irgendjemand anderes sein könnte. Das ist noch nicht klar. Aber nochmal wichtig hervorzuheben, Edelgard und unser einer hat das gleiche Wappen. Da wird also vermutlich noch irgendwas auf uns zukommen. Okay, dann begebe ich mich mal auf die Erkundungstour. How are you, Professor? Any new changes to report? With the Imperial Army drawing near, it is most vexing that we cannot relax and converse as we once did. Thankfully, you have the divine protection of the goddess on your side. Please try to listen carefully for her voice. May the goddess's voice reach you. I've known His Highness since I was a child, but I've never seen that side of him before. He seemed like a completely different person than the one I know. His Highness calls for the head of Edelgard. For me, that is cause enough to fight. The hatred of His Highness is also my hatred. Any other feelings I may have are irrelevant. And if Edelgard was responsible in any way for the tragedy of Dusker, that is something I cannot ignore. If that is the case, then she is my enemy. You saw it too, didn't you? The boar's true nature.
He's hidden his desire for revenge pretty well. But now it's stirred up. Well, regardless. That girl's starting an all-out war, isn't she? But an enemy is an enemy, no matter who they are. Don't let compassion for her get in your way. Things must be pretty crazy in Fargus about now. My father must be beside himself. I don't get it. Why did Edelgard make enemies with the nobles? Ideals she believed in so much, she was willing to start a war over them? Those must be some lofty ideals, to say the least. I hope this all gets sorted out quickly and safely. I'm worried about my father. Once the Imperial Army reaches the monastery, we'll have no choice but to fight. What's going to happen to us? Oh, well, we'll just have to try our best. I guess we have no choice but to fight, have we? Oh, but why would Edelgard do something like this? I'm sure we'll be all right, though, Professor. The goddess will keep us safe. Professor, war is breaking out again, is it not? An honorable notion. Do you think there is something to be done? Whatever shall we do? I never wanted another war. All we can do is steel ourselves for the fight ahead. Greetings, Professor. Something to report. Unexpected, isn't it? Apparently, this is the first time Garrick Mach has been invaded in its whole 995-year history. It's my job to protect this gate, so even if enemies come in droves, I will never let them through. I hope we both survive. Let's battle with all our might and pray we win this thing. You know, Professor, I'm glad that I came to the Officers' Academy. I feel accepted here. I've learned so much. Honestly, I'm surprised at how much I've grown. So, I will not let the Academy be destroyed. It's important to me, and I will protect it. I feel braver just hearing you say that, Professor. We're gonna win this, Professor. I hear the Alliance's territory will be in danger if we don't get rid of these Empire guys. If the Alliance is in danger, that means my sister's in danger too. There's no way I'm gonna allow that. It doesn't matter how many guys they throw at us. I'll beat them all. These muscles aren't just for show. But first, I gotta get some food. What is Edelgard even trying to achieve? She wants to destroy the church so badly that she'll take on anyone who doesn't fall in line? I don't get it. I just can't believe she'd start a war over it. Not to mention using such nasty tactics to get her way. Could Captain Gerald's death have also been a part of her plan? Don't you go and die on me, Professor. Captain Gerald would never forgive you. You'll battle Edelgard, right? Good luck. Me? Oh, I'm going to run away. I have zero interest in dying here, thank you very much. The Empire's aggression cannot stand. But if we are going to attack them now, we must be honest with ourselves about our chances of success. It goes without saying that I will fight the Imperial Army with everything I have for as long as I am able. But House Gloucester's territory is adjacent to Imperial lands. Let us proceed with caution. Can we really defeat someone who is willing to turn their back on the world? Just to uphold their own beliefs? I've spent my whole life running in fear, and now I... You're right. It's time to stop running. I'll fight with everything I've got. So Edelgard, the one who calls herself the Flame Emperor, was connected to those strange beings. The Imperial Army might be using even more terrifying methods than we know. You had better be cautious, Professor. Any amount of carelessness might prove to be our undoing. The Empire is moving quickly. Edelgard must have been preparing for this for a while now. If you really think about it, she must have been planning for this even before you got the Sword of the Creator. Of course she was always a step ahead of us. We were blinded by the ball and the Battle of the Eagle and Lion and everything else. Those who serve the Church must cast aside all selfish desires and devote themselves fully to their beliefs. But is it right to wield piety as a weapon? I have never considered such things before. The Church,
I have always done what I thought best to save the people of Fodlan. I am owing big debts to Duke Garrett of the Empire. He is the Minister of Affairs that are foreign. He is a friend of Edelgard. He is to her side. What should I be doing? What does war with Edelgard mean for us, Professor? And why did she even want that? Yeah, I guess we'd have to ask her. That's how it always goes, I guess. You never realize something can't be undone until you've done it. Half of the Empire's 6 great noble families have declared their support for Edelgard. Of the other 3, Lord Vestra was assassinated. Hubert, his son, will succeed him. Bernadetta's father, Count Varley, is under house arrest. His wife is now supporting Edelgard. And my father, he was stripped of his role as Prime Minister. As a result, House Eir has lost all of its power, all of its lands. We have lost everything. What do I do? Most important nobles in the Empire are known for taking power from the previous Emperor, my father included. I didn't think it possible that the Imperial Princess could ascend the throne so easily. However, it seems that both my father and Caspar's are supporting Edelgard. Having both the Minister of Domestic Affairs and Minister of Military Affairs on your side gives you total control over the Empire's military and finances. You must have been making preparations for quite some time without anyone noticing. I don't normally have a problem jumping into a fight, but it feels strange going up against my father. We aren't especially close, but he's not an opponent I'd want to face. I'd almost rather fight a monster. I hope he's not part of the group coming to attack Garrick Mach. Edelgard became emperor and raised an army, huh? Who knew the kid had it in her? I mean, yeah, of course, I knew she'd be emperor eventually, but the more I think about it, the more surprised I am. I wonder who's gonna win. Thinking about it makes me scared. We're up against the entire Imperial Army. Still, I know someone as smart as you will figure something out. How dare they threaten the goddess? Such a vile act cannot be forgiven. There is no need to worry, I promise you that. Divine punishment will surely fall upon them. In the days of yore, the goddess would grow angry with such insolent fools and roast them in Aelel. There are always small power struggles, still. It has been hundreds of years since all of Fodlan was consumed by war. I didn't actually think it would come to this. I feel as though I'm not in my rightful place. I cannot protect the things I should, Professor. If I survive this war, I wish to return to my homeland, to the land of my king. We're falling behind. I don't know that we can keep up with the new Emperor. To think that she was able to raise an army of that size right under our noses. However hard we fight, I give us a 50% chance of winning. The enemy has too many advantages. We must make careful preparations. It's my job to protect Lady Rhea. I've got to do it. And I gotta do it as best I can. And if that means I gotta die for her, then I will. How could Edelgard treat Lady Rhea like she's the bad guy? She's never been anything but nice to everybody. I just don't get it at all. If I could go back to last month and throttle my carefree self. Now it turns out Edelgard is the Flame Emperor and the new Adrestian Emperor. And she's striking out against the monastery. With the full force of the Imperial Army behind her. We gotta beat her at her own game. For our sake, as well as Lady Rhea's. The mastermind behind the attacks on the monastery was Edelgard? Wow. Doesn't make much sense, though, does it? There would need to be all sorts of territories and groups tangled up in this sort of mess. I'm gonna stop. I don't really have the head for this political stuff. Mostly, I'm worried about my old opera company. I wonder what's happening in the capital right now. I hope they're safe. The holy tomb held many crest stones. This is the first time I've heard of crest stones being hidden away in such a place. But more importantly, I'm interested to know the Empire's aim. Why would their army desire crest stones? There is power there, yes. And yet,
I must think on this. The Crest Stones lie at the heart of the events surrounding Conan Tower and the chapel as well. And of course, the Crest Stones somehow transform those traitors and their captives into demonic beasts. Could that possibly be their aim? The Empire's army may well plan to use Crest Stones to create demonic beasts. To think Edelgard was somehow connected to the captain's murderer. Well, perhaps it's pointless to get upset about the past. My duty now is to prepare for battle. We're depending on your strength, Professor. Crush our enemies. Captain, I hope you're watching. We will protect Garrick Mach. Must protect Garrick Mach. Defiling the holy tomb was a sacrilege. I will not allow such a thing to happen again. The Archbishop has already given you a new responsibility. I want you to rise to that honor. I'll have that girl's head. Just you wait. Bevor wir uns auf unsere neuen Aktivitätspunkte stürzen dürfen, haben wir Quest-Anzeigen von Zettis. So, Aufmarsch der kaiserlichen Armee. Wir sammeln derzeit Informationen über die genaue Aufstellung der kaiserlichen Armee, aber uns ist noch immer vieles unklar. Jegliche Informationen, die ihr diesbezüglich beschaffen könntet, wären eine große Hilfe. Sammeln Informationen über die Aufstellung der kaiserlichen Armee. Ein Ritter des Syros könnte einiges darüber wissen. Und dafür gehen wir einfach hier zu dieser Ritterin neben des Speisesaals. I cannot believe our negligence allowed the Empire to invade. Edelgard probably gathered her soldiers in Garrick Mach, intending to do this from the start. Soldiers disguised as merchants and pilgrims to avoid suspicion, infiltrating the entire area little by little. They couldn't be better prepared. We'll have a tough time winning this one, I'm afraid. Done. You have my thanks. Interessant, der lässt herrscht dort definitiv ein reges Kommen und Gehen als üblich. Oh, vielleicht können wir hier jemanden aus der kaiserlichen Armee gefangen nehmen und so an neue Informationen gelangen. Vielen Dank. Dann starten wir mit dem Turnier Lanzenturnier. Okay, das sollte relativ simpel für uns sein. Denn wir haben hier, oh, noch nicht mal wirklich namhafte Gegner. Wir haben Dimitri, wir hätten Tisch Sylvain auch noch, wir hätten Ingrid dahinter. Ich denke, hier ist ganz klar, wir nehmen den Charakter, der mit am stärksten ist. Eine Silberlanze kriegen wir und Level 24 brauchen wir. Ja, also Dimitri wird das hier ohne Probleme hinbekommen. Theoretisch 9 Schaden, aber wir richten auch 29 an. Und dadurch, dass wir jetzt erstes angreifen, nehmen wir keinen Schaden. Ah, interessanterweise, Pferde sind dann auch hier erlaubt. Is that all? Is that all? Das ist eine berechtigte Frage, ja. Ha? Hält ein bisschen mehr aus. Aber selbst dann mit den 57 HP, die er da hat. Solange nicht jemand auf einmal Crit-Chancen hat und auch die ausnutzen darf. Trefferchancen sind sogar noch mal ein bisschen geringer geworden. Aber interessant, der darf eine Eisenlanze einsetzen. Who's next? Wieder mal 9 Schaden. Halbfinale. Never had a chance. Natürlich dann interessant zu sehen, dass die Person gerade wieder weniger HP hatte. Oh, 10 Schaden. Wir machen auch nur einmal 25. Ich meine, wir haben keinen Nachteil daran, uns zu heilen. Also tun wir es einfach. Ja, ich vermute... Das lag daran, dass es eine Pegasus-Ritterin war. Dass wir langsamer waren. Ja, also. Nicht wirklich gefährlich.
love this stuff. Did you know that? This smells good. I thank you. Bo, hier wollte ich definitiv mehr sehen von als nur zwei Leute, die nicht mal miteinander interagieren, obwohl sie miteinander interagieren sollten. So, wichtig anzumerken ist, heute gibt es keinen wirklichen Spezial-Event oder ähnliches. Sowie, wie man zum Beispiel in der Ecke sieht, all unsere Leute sind immer noch super von der Motivation dabei. Was es bedeutet, ich werde nochmal gucken, dass man sowas wie Hilda hier mit reinwirft. Und dann werden wir die restlichen Punkte vermutlich irgendwo anders tatsächlich noch verbrauchen. It's delicious. I know, so tasty. It would be nice if you spoke up once in a while, though. I would be liking that greatly. I like seeing a table full of my favorite dishes. Eating delicious food really takes my worries away. This is delicious! My absolute favorite! I have some experience with cooking. I'm sure I can aid you in the kitchen. So, noch mal ein bisschen mehr mit Gilbert. How the meal tastes affects the morale of the troops. An army marches on its stomach. Und leider wieder nur Stärke plus 1, aber weil ich weiterhin nicht die anderen Zutaten habe, um das bessere Zeug machen zu können. Müsste man scheinbar im Garten auf irgendwas sich fokussieren und selbst da gibt es keine Garantie, dass, oh, wenn ich mich an den Guide halte und nur das nehme, dass es dabei rauskommt. Ist alles wieder mit Zufall so ein bisschen verbunden. Singing's okay, but I should really have a cute dance to go along with it. Singing with others is a nice change of pace. Usually I do it when I'm alone. So, wir haben hier ein Chor-Festival. Es waren einfach nur mehr Leute, die hier Bonuspunkte bekommen konnten. Aber wie man sieht, trotzdem nur zwei Leute. Also, hätte ich ganz cool gefunden, wenn man gesagt hätte, okay, wenigstens vier Leute oder ähnliches. Aber gut. Die beiden nochmal ein bisschen weitergemacht. Vielleicht kommt da ja nochmal ein Gespräch. Und für die letzten beiden Punkte, es gibt wirklich nicht viel mehr zu tun. Ich denke, das ist immer noch so ein kleiner Punkt. Wenn man Essen sich nicht zu 100% konzentriert, man hat eigentlich das Turnier noch, man hat das Chor singen und das war's eigentlich schon fast. Also da hätte ich mir vielleicht noch die eine oder andere Sache mehr gewünscht. Ja, ich denke, wir machen einfach mal mit dem Glauben weiter. Denn das ist so die Richtung, die uns auch so ein bisschen hilft und auch passend für unseren Charakter ist. Nice. Und dann Manuela, gleiche Idee. Das ist zum Glück genug, um hier C+ zu erreichen. Mal sehen, ob mir das nochmal helfen kann. I still have much to learn. Wir gehen über zu den Unterstützungsgesprächen und starten mit Petra. Da hat es irgendwie jetzt gereicht, den nächsten Rang zu erreichen. Also gucken wir mal. Please take my apologies. I lost time while I was training. There are not many chances for real fighting here. My body is more weak than it was. Weaker, I mean. I will keep training now. I hope your night is good. I need to have more training. There are things that I have not done yet. Things that have to be done. For the future. I have to try with hardness. Training, studying, socializing. I will not always be having time to do those things. And speaking the language of Fodlan, I worry I will never be doing it just right. Why? Because the position of Bridget is weak. Fodlan and Dagda are big. Bridget is a small island in the middle of them. Bridget has great beauty, but little power. We will not have, will not survive unless we get more strength. I will lead Bridget, and so I have responsibility. I have to have more strength than anyone. Yes, that is why I have to give it my best try.
I am an ally of everyone, and I have belonging at the Officers' Academy. That is also why I try with hardness. You can always be counting me. I mean, counting on me. But you should know that one of these days will be when I return to Bridget. Before that day, do not try stopping me from trying. And please, keep watching over me. With you, I can try with more hardness than I could alone. Okay, von Fortland haben wir schon mal gehört, von Bridget haben wir natürlich jetzt hier schon mal gehört, aber Dacta? Das klingt wie die ersten Worte eines Diktas. Und die verbleibenden Unterstützungsgespräche führen wir doch einfach mal in Edelgards Zimmer durch. Wir starten mit Dedu und nicht Felix, interessanterweise, nicht uns weiterhin, sondern Ingrid auf B. Die haben nicht die beste Beziehung miteinander. Mal gucken, was jetzt passiert. Are you injured? Dedu, saving the day again? Apologies. I'm the one who owes you an apology. You've saved my life how many times now? If I keep being so callous, I'll seem ungrateful. No matter. But... I'm accustomed to it. I'm sorry, Dedu. Why? Because the way I speak to you is unnecessarily harsh. The truth of it is, I lost someone very dear to me in Dusker. The punishment came swift to your people, and when I heard of the slaughters, well, I thought it was a punishment well earned. I thought the people cruel and heartless, deserving of the tragedy that ultimately befell them. But you, you're different. You seem nothing like the people of whom I speak. So why not speak back against how I and so many others feel? Why not question this unfair prejudice and tell me I haven't the right to hold a grudge against you? If you just speak to me, if you tell me the truth about all of this. I do not know the truth of it myself. His Highness says the tragedy was not the fault of my people, but just like anywhere, there were many different people in Dusker, some very good, and others very bad. It is not unimaginable that some may have conspired to take part in that wickedness. Perhaps we are merely victims, or perhaps we are regicidal monsters. Whatever the truth of it is, you are not to blame. The people I hate are the ones who were responsible for that whole mess. You just got caught up in all of it. Ingrid. You've rushed to my side. You've saved me countless times. I am sorry for how I've treated you. Truly. If you think of me as your ally, that will suffice. For me, that is enough. Ja, überraschend, wie das mit Rassismus sein kann, ne? Wenn man sich ein bisschen mit den Leuten auseinandersetzt, merkt man, die sind vielleicht alle gar nicht mal so schlecht, ey. So, damit sind überraschend viele schon wieder rausgefallen. Mercedes, nicht Annette, nicht Felix, sondern Cyril. Sleep here again? There's nothing to cover him with. He'll catch cold if he's here too long. Oh well, I guess I have no other options. I'll have to take care of this myself. Ah! What's happening? I'm keeping you warm so you don't catch cold. I'm sorry. Did I make you uncomfortable? I was just surprised. Thanks, Mercy. Oh, I'm happy to hear you call me that. You know, I seem to find you in here pretty often. Do you have a favorite book? Nah, but it's always real quiet here, so it's where I like to sleep. I see. You always seem so wrapped up in your work. That is, whenever you're not sleeping in the library. Do you have many friends here? No, not really. But don't you want some? Having friends is much more fun than spending all of your time alone.
Nah, I don't want people treating me like an outsider. I'm better off alone. An outsider? You? Who would possibly say? Oh, so you don't think anyone thinks that? Should I tell you what happened to me before I came here? Oh no, you really don't have to. I didn't mean to bring up such difficult memories. But you know, everyone here sees you as a friend. Even me. I see you as a good friend. Mercy. I'm sorry. I sure like everyone here too, but it feels like you're, I don't know. It sounds weird maybe, but I think you're something different than a friend. Different? In what way? Do you not like me? No, it's not that. I can't... You know how sometimes you can't explain things? This is that. If I had a sister, I think that might be how it feels being around you. Really? That's just as well. You remind me of my little brother. Oh, you got a brother? I do, but I haven't seen him in so long. It's almost like he's not really my brother anymore. But you can count on me if you need anything at all. I'll do my best to help you out. I can count on you for anything? Wow. Ja, Mercy ist hier die große Schwester. Das ist keine große Überraschung. Okay, dann sind wir hier durch. Ich werde jetzt noch eine Sache wieder mal machen. Ich hatte versucht, wirklich Petra, sogar Marianne, Lithia und Hilda alle noch so ein bisschen irgendwelche Geschenke in den Rachen zu drücken. Man darf nur relativ schnell feststellen, dass jeder so drei Gegenstände hat, die unter verlorene Gegenstände zählen. Aber so wie ich es sehe, die verlieren die einmal und dann war's das. Also man kann nicht sagen, oh, ich gebe dem immer und immer wieder das Zeug. Dafür sind die Geschenke da. Aber selbst dann, wenn man so ein bisschen guckt, was die Leute zum Beispiel haben. Einfach mal hier als Beispiel. Lithia hat Lily, Amut Bear Stuffy, Arithmetic Textbook, Tasty Baked Treats und A Book of Crest Designs. Ich habe drei dieser fünf Gegenstände noch nie gefunden gehabt. Und ich weiß zum Beispiel, dass die Tasty Baked Treats zum Beispiel kann man kaufen einmal monatlich. Den Amut Bear Stuffy glaube ich ebenfalls. Und logischerweise, wenn man nicht so 100% darauf achtet, ich hatte jetzt einen von denen gekauft und habe den halt dann überreicht und das hat nicht wirklich geholfen. Aber mit Petra jetzt das nochmal zu verbessern, vielleicht hat es geholfen. Bei den anderen weiß ich schon, dass es nichts tut, aber da werde ich auch nochmal einmal abklappern. Und dann vielleicht sogar für den Monat einfach mal Hilda mitnehmen, denn letzten Monat habe ich vergessen, einen mitzunehmen. Das hätte dann nochmal geholfen. Also zu 100% ideal haben wir das nicht gemacht, oder ich in dem Fall, aber selbst Schlimmeres. Dann starten wir mal mit Lithia. Yes? Can I help you? I bet you've come to invite me to your class. What with my stupendous grades and all. I would actually enjoy being in your class. Quite a lot. Nice. This was a successful interaction, I must say. Please provide me with all the most challenging assignments. I want to be well equipped for the future. Coolio. Coolio, coolio, coolio. Und das muss ja dann wirklich hier der Fall gewesen sein, dass unser erhöhendes Glauben dann nochmal ausgeholfen hat. Und zu guter Letzt, Petra hat abgelehnt, Marianne hat weiterhin abgelehnt, Hilda vermute ich ebenfalls auch mal sehen. Professor, you look like you want to say something. But if you're here to lecture me, I'll pass. It's not like I'm one of your students. Not yet, at least. Und weiter geht's mit der Woche. Wir haben 7 und das Schöne ist, eine komplette Wagenladung an Studenten, die bereit sind, hier was zu lernen. So, wir haben jemanden Neues hier. Einfach so mit dabei, Thetis. Diese Lynthia natürlich jetzt ebenfalls. Lynthia ist interessant, sie ist eine der Jüngeren. Bringt uns interessanterweise einen Goldbeutel mit. Aber hier... Sie hat scheinbar 2 Wappen. Interessant. Wappen geerbt von Gloucester. Erhöht gelegentlich Kraft bei magischen Angriffen. Und ein kleines Wappen. Erhöht manchmal Kraft bei Kampftechniken. Interessant. So, man sieht auch hier, sie startet bereits sehr interessant.
mit fortgeschrittener Dunkelmagie. Also Start ist natürlich vielleicht ein falsches Wort, sie ist Level 23, aber trotzdem. Genie, verdoppelt im Kampf erhaltene Fähigkeitenserfahrung. Nicht schlecht. Auf jeden Fall ein Magier, Level 23 mit 27 Magie als mehr oder weniger Startwert für uns. Das ist relativ ordentlich. 19 Resistenz, also ich gehe mal davon aus, dass ich da relativ zügig den anderen anschließen kann. So, sehr interessant zu sehen. Schwäche in Schwert, Lanze, Axt und Rüstung theoretisch könnte Schwert zu einer Stärke machen. Aber halt Autorität und Vernunft sind jeweils auf B. Ja, und da sieht man dann halt, sie hat sehr andere Magiemöglichkeiten. Und da bin ich dann doch schon mal gespannt, was da auf uns zukommen könnte. Und dann Satis. Level 23, ebenfalls Alter, ist auch als Fragezeichen versehen, aber ich denke, mittlerweile ist das alles überhaupt keine Überraschung mehr. Auch er, das Chicot-Wappen. Verhindert manchmal gegnerischen Konter bei Kampftechniken. Nicht schlecht. Er hat gleich die Pegasus-Ritter bekommen. Das ist nicht ganz angenehm. Er hat erhöhte Stärke. Und überfürsorglich. Was bringt denn das? Gewährt benachbarten weiblichen Verbündeten im Kampf plus 3 zugefügten Schaden. Not bad. So, er ist auf Axt spezialisiert. Kommt aber mit einer Lanze ausgestattet. Merkwürdig. So, wie sieht's bei ihm aus? Ich meine, er ist nicht ein Charakter, den wir ernsthaft fokussieren werden, aber trotzdem gut zu wissen, er hat einige Sachen auf B+, also nicht wie die anderen Lehrer, die schon auf A mit etwas starten, aber trotzdem viele Möglichkeiten gegeben, das ist doch durchaus ordentlich und er startet auch schon in der Oberstufe. Jetzt müsste man bei ihm maximal gucken, dass man von hier aus natürlich nicht hinkriegt, oder? Ich glaube, ich kann hier draufklicken, aber das war's. Leicht dumm, weil jetzt müsste ich es so machen. Jetzt muss ich hier auf Klassen klicken, kann jetzt hier draufklicken, kann da klicken, um zu sehen, er bräuchte Axt und Fliegen. Das heißt also, für ihn werden wir das einfach mal so nebenbei kurz einstellen. Axt und Fliegen, dann ist er da ganz sicher mit dabei. Dann könnte man auch überlegen, ob man ihn jetzt reinwechselt für die Gruppenaufgabe. Aber auch hier denke ich weiterhin, das wäre die falsche Idee. Man hätte maximal noch bei Lynthia nochmal gucken sollen, ob man ihr nochmal was schenkt. Einfach damit die Punkte auch auf Maximum sind, aber hey. Du hast die beiden. Kann ich da nicht was Besseres draus machen? In den meisten Fällen finde ich es relativ angenehm, wenn man doch immer sagt, okay, die können vielleicht hier und da immer noch so ein bisschen heilen. Zum Beispiel Annette kann mittlerweile auch heilen. Und ich denke, es ist klar, wenn man sagt, oh, man hat einen Magier, der nebenbei aber auch noch andere Aufgaben übernehmen kann, das macht die dann also nicht zu 100% nutzlos. Gut. Dann lasst uns mal gucken. Dimitri wäre kurz davor, das auf B+ zu bringen. Beides sogar mehr oder weniger. Du bist sicher dabei. Dir fehlt, glaube ich, nur eine Sache und das wäre Reiten. Da hatten wir ja gesagt, da wollen wir so vielleicht ein bisschen mit aushelfen. Und ich denke, das machen wir tatsächlich auch einfach. I appreciate your efforts. I answered correctly. No need for praise. I answered correctly. Mehrere Perfects. Das sieht man doch immer wieder gerne. So, was mache ich mit dir eigentlich gerade? Genau, wir wollen Magie weitermachen. Das wäre eine Überlegung wert. Ash. Bernadetta. Weißt du was? Ich helfe dir mal. Du könntest es gebrauchen. I did pretty well today. Thanks for the help. I got it right. Phew. Sehr gut. Thanks. That's reassuring. Vielleicht kann man aus dir dann doch noch was Nützliches machen. Okay, dann machen wir jetzt hier mit Reiten weiter. Pretty well today. I got it right. Phew. Hope this is good for something. Oh ja, keine Sorge. Du bist sicher. Bei dir müsste man vielleicht nochmal überlegen. Beziehungsweise bei dir ebenfalls. Du bist auf Axt. Muskelmeister ist ein schönes Wort.
Wir wollen definitiv Fäuste machen, denn wir wissen ja, der Ringer, genau, braucht Faust auf Arm. Looks like I got it right. You really think I'm that great? Sehr viel nur normal, aber das soll erstmal noch recht sein. Die Frage ist, wollen wir noch irgendwas anderes ernsthaft machen? Er macht Äxte nebenbei, wo ich dann schon wieder frage, ist das in irgendeiner Art und Weise wichtig? Faust und Axt. Okay, wenn man da irgendwann tatsächlich in der Zukunft mal sich hinarbeiten könnte. Warum nicht? Flayn, du bist sicher dabei und hast dich weiterentwickelt. Bei dir müsste ich vielleicht nochmal ganz kurz gucken, wenn er denn jemals es schaffen sollte, 20 zu erreichen, dann wäre es schon ganz cool, wenn man den auch noch zu einem Hexer machen könnte. Da werde ich ebenfalls überlegen, wenn wir dann nächstes Mal zu der nächsten Woche übergehen, ob ich da nicht sogar ein paar Quests oder Aufgaben nebenbei mache, die keine Punkte kosten, einfach um gerade sowas wie Hannemann und vielleicht einfach alle anderen hier nochmal ein bisschen hochzutreiben. Ansonsten, Hilda und Felix sind hier noch dabei. Felix auf der Ultima-Stufe. Beängstigend. Okay, also Hannemann könnte man nochmal überlegen, ein bisschen auszuhelfen. Und weißt du was, das erlaube ich mir mal ganz kurz. Einfach weil bei den anderen Leuten es eigentlich ganz gut aussieht. That was rather productive. Just as I've always expected. No matter how old one gets, it's always nice to hear job well done. Okay, das wird zwar vermutlich für Alleinarbeit jetzt hier noch nicht reichen, aber den Anfang haben wir gemacht. Wie sieht's bei dir aus? Ich muss mal ganz kurz gucken. Fliegen und Lanze. Bist du da nicht sogar schon relativ gut mit dabei? Es fehlt nur noch das Fliegen selber. Und du schwächst das Level. Ah, das ist noch ein langer, steiler Weg, aber du bist eigentlich so ein Monstrum bereits, wo ich dann ernsthaft überlege, gibt es irgendjemand anders, der es noch mehr bräuchte. Könnte man auch so mal bei dir überlegen, ob man noch mal ein bisschen Heilung weitermacht. Aber wenn wir ehrlich sind, das ist eher so eine Nebensache, die ganz angenehm ist. Du hast immer noch eine Schwäche, lass mal daran arbeiten. I got it. Good. You're quite the motivator, Professor. I got it. Good. Also unsere Studenten sind echt gut drauf. Flayn, du bist Bischof, das ist in Ordnung. Du bist durch. Du bist mir ein bisschen Wurst. Und vor allem auch nicht bereit. Shamir ist soweit. Okay, dann machen wir bei dir noch Flug. I feel like I've grown a bunch. I could have kept going. I could have kept. Und zu guter. Wäre meine Stimme sich verabschiedet letzt. Aber Dimitri. Na, du bist da kurz davor, hilf mir hier aus. This will be useful. So, das würde auf B gehen, das würde auf B plus gehen. Das weiß ich schon gar nicht mehr, was ich machen soll. All due to your coaching. It's all coming together. Thanks. I'm a bit embarrassed. Machen wir mal beides hier. That worked out well. Wunderbar, so. Lanze wird nebenbei weitergemacht. Das ist mittlerweile gut dabei. Wir sagen würden, der würde sich damit irgendwo hinbegeben. Ja, vielleicht müssen wir ernsthaft überlegen, sowas wie Rüstung zu machen, damit man ihn zu einem Ritter macht, also Erzritter in dem Fall. Denn alles andere, gerade sowas wie Heiliger Ritter, braucht dann halt sowas wie Glaube, das er einfach so überhaupt nicht hat. I don't know.
Wäre-Rüstung eigentlich vom Stand auch. Also alles, was auf E ist, natürlich so ein bitter böse Wahrheit, mit der ich nicht viel anfangen kann, wenn ich ehrlich bin. All due to your coaching. Okidoki. I'd like to confirm something with you. Oh boy. So, während ich nebenbei ganz kurz gucke. Es ist erstaunlich, wie viele der Studenten den Unterricht zugunsten von Romanzen und Tenderlein vernachlässigen. Es obliegt euch, dagegen vorzugehen. Romantik gehört zum Erwachsenwerden dazu. Wir müssen mit gutem Beispiel vorangehen. Sie brauchen eine Lektion in Disziplin. Hier soll man, wir müssen mit gutem Beispiel vorangehen, sagen. That seems reasonable. Ja, Jamir und meine Einer gehen da mit gutem Beispiel voran. Damit habe ich kein Problem. Wir brauchen definitiv mehr Fragen, weil die so viele Punkte geben. Die Zauberei ist mein großes Talent, darum war es unumgänglich, dass ich eine Hexerin werden wollte. Es ist nicht einfach, aber mach dir keine Sorgen, ich werde niemals müde, Vernunft zu studieren. Ich meine, ob ich jetzt sage Vernunft und Glaubensfähigkeit, obwohl man bei ihr sagen muss, sie kriegt ja eh diesen extra Bonus nochmal oben drauf, aber das geht, glaube ich, auch nur für Kampfeinlagen. Ah, man könnte es sagen, aber im Endeffekt, ne. So, Hannemann, hey ho, hi. Ah, Professor. Always a pleasure to see you. I wonder, might you have a moment to chat? Come now, you have no need to be on guard. I'd never cause you harm. You're far too valuable a specimen, well, that is to say, too valuable a member of the Academy staff. Indeed. The further my crest research progresses, the closer you come to learning the truth of your heritage. Is it not so? When I learned you bore the lost crest, the very crest of flames itself, I set about learning everything I could about your past. What was the origin of your bloodline? How have the events of your life been shaped by your lineage? I became somewhat obsessed, I must admit. Jo, wir sind der Story leider schon so weit genug, dass ich da einiges sagen kann. Guck dir mal meine Haare an und all anderen, die ungefähr die gleiche haben. Sollte vielleicht ein bisschen helfen. Ihr habt mir hinterher geschüffelt. Schüffelt, schniffelt. Nothing so crass as an investigation. No, I researched. I spoke to mercenaries whom you've worked with in the past to learn about your life before the Academy. Of course, I also contacted your father's old mercenary crew. Quite an interesting lot they are. It was difficult work, since I could not speak with Geralt himself. I am quite sorry for your loss. By all accounts, your father was a good man. I'm excited to share with you what I learned, but I do ask that you correct me if I am mistaken on any account. The story begins with Geralt serving as captain of the Knights of Seros. There was a woman at the monastery with whom Geralt was quite close. At first, it seemed obvious this mystery woman was your mother. Alas, that cannot be the case. The timing is all wrong. As it was told to me, the woman in question passed away shortly before Geralt left the monastery. Yet your birth occurred sometime later, while Geralt was taking work as a mercenary. This, of course, presumes your age is accurately reported. If you were born sooner, well, the story would be quite different, would it not? It is intriguing, though, yes? Why is your age so difficult to pin down? For example, Geralt never once spoke of his time serving as captain of the knights. That's quite a secret to keep for all those years. In the end, your old acquaintances had little definitive to say about either of you. However, they all agreed on one thing. Your father and yourself were a strong pair. Warriors to be respected and feared. You in particular. In fact,
many came to know you as the Ashen Demon. They say you would destroy your enemies without a hint of emotion on your face. The mercenaries I spoke to revered you as a living legend of sorts. So, that is what I learned. And I admit, it is barely more than I knew before. The next step in my research is to ask your blood for answers, and hope that it is more forthcoming than your past acquaintances. Oh, ein interessantes Gespräch. Und da sind immer noch so ein, zwei Fragen definitiv offen, die wir auch noch nicht genau beantworten können. Petra möchte sich anscheinend deinem Haus anschließen. Alrighto. I am spending my days with devotion to my studies. There is something I think of when looking at you. I am feeling that the way you are teaching would give me great benefit. Is it possible to be switching to your class? I would like to be requesting that of you. I have so much gratitude. I'm still still not used to the speaking of your language. But I have full comprehension. Please, Professor, teach me all of the things you know. Hurra! Peter redet zwar so ein bisschen wie der Garfield-Fanfic, den ich vor längerer Zeit mal gesehen hatte, aber sie ist cool. Shamir, wäre die Teestunde nicht so doof, würde ich gerne mit dir mehr Zeit verbringen. Thank you. Ja, das muss ich auch tun. Let's give it a try. I am a little worried. We didn't do too bad, did we? Das hoffe ich doch. Yeah! Nice. Gut, dann gucken wir mal. C im Reiten. Keine Ahnung, ob das schon ansatzweise hilft, aber ich nehme es natürlich dankend an. Yep. Pfeilbogen endlich auf A für Bernadetta. Also auch da wird dann ein Klassenanstieg anstehen. So this is how it's done. Bändigkeit plus 4 ist echt gut. I think I got it. Umschließen, was auch immer das tut. One step before the next step. Mhm. Better than before. Nice. Seems my practice is paid off. Von mir aus. Und damit haben wir dann das nächste Wochenende erreicht. Ja, man sieht schon, Leute sind sich auch nicht so wirklich bewusst, was man hier machen soll. Denn Kampf im Königreich ist halt auch so, Level 28 und man bekommt als Belohnung Fleisch. Great. Ja, hier ist definitiv so das gewisse Problem gegeben, dass man eigentlich genau überlegen muss, wie man das Ganze angeht. Denn man hat jetzt nun mal hier so ein paar Leute dabei und ich hoffe, dass Ja, okay, die beiden sind immer noch hier an meiner Seite. Also meine Überlegung ist jetzt für nächstes Mal, dass wir trotzdem kämpfen gehen. Einfach weil das mit das Beste ist, was man wirklich machen kann. Sich nochmal so ein bisschen vorbereiten, auch wenn wir meines Erachtens stark genug sind. Einfach weil alles andere nicht wirklich hilfreich ist. Ausruhen bringt uns nichts. Unsere Leute sind dabei eigentlich immer noch relativ gut. Erkunden ist Schwachsinn. Und ausruhen, wie gesagt, ausruhen, Seminar erkunden sind alles meines Erachtens nicht die Dinge. Die durch den Game einfach kämpfen. Ich werde hingehen, werde so ein bisschen, wie angemerkt, hier Kampf in den Bergen und Co. durchführen. Die ganzen Leute so ein bisschen aufholen wie Hannemann. Und dann mal sehen, machen wir einen Kampf in den Bergen, vielleicht nochmal einen Kampf auf dem Plateau, einfach um das Gold zu bekommen. Aber auch das wird hier relativ zügig dann wieder zusammengefasst, wie ihr es mittlerweile kennt. Und dann werden wir vermutlich dann auch schon hier zu dem 31. dann übergehen können. Um da dann ebenfalls weitermachen zu können. Gut, aber für heute kommen wir zum Ende. Darf nicht vergessen, beim nächsten Mal die Examen zu machen. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich verabschiede mich. Und bis dann.